Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Lass mich nochmal kurz mein Mikrofon hier ausrichten. Mir ist was aufgefallen, da. In der Mitte, da sind ja diese Steine, ne? Welche wahrscheinlich irgendwas mit den Ringen zu tun haben, ne? Und ich glaube, einer von denen ist am Leuchten. Ich glaube, da ist der von Marv, weil der gegenüber von Marv ist, ne? Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht gemacht, ne? Das heißt, alle von denen werden anfangen zu leuchten irgendwann, ne? Da wollte ich noch mal erwähnen, ne? So, und ich begrüße euch natürlich wieder hier vom Hauptmenü aus, weil jedes Mal, wenn ich hier auf Speichern drücke, geht schon direkt die nächste Szene los. Und ich will einfach nur, weiß nicht, den Spielstand schon mal hier speichern zwischen den Aufnahmen. Was bedeutet, ich muss jedes Mal das Spiel beenden, was jetzt nicht so schwierig ist, weil ich meine so aufwendig, weil ja, jetzt nicht so lange dauert, aber wollte ich nur mal erwähnen, ne? So, in der letzten Folge haben wir unsere Mutter verprügelt und sie ist mit Sigurd durch die gesamte Arena gedüst und hat versucht, unseren Heiler kaputt zu hauen, aber dann haben wir sie kaputt gehauen und jetzt sind wir hier und machen Kapitel 2. Das war Kapitel 2. Kapitel 3 ist das jetzt, ne? Die dritte Level, aber war Kapitel 2, ne? Weil erst war Prolog. Hallöchen. So, gib mir Sigurd. Ich liebe Sigurd. Meine Stimme klingt auch irgendwie in den ersten beiden Parts ein bisschen abgehakt. Ich weiß nicht, wieso das passiert. Irgendwie meine Stimme so, ich bin am Reden und dann auf einmal so, also ihr bitte, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe, obwohl ich weiß vielleicht, woran das liegt, aber ich hoffe mal, das hat dann irgendwie jetzt gefixt. Ne? Ich habe einige Filter ja von meinem Mikrofon abgestellt. Vielleicht bringt das, weil ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nur am Nuscheln, ich weiß es nicht. Ach, wir hatten die Liberation. あなたに似合う素敵なものをプレゼントするって約束。内緒で作っていたのだけれど、出来上がる前に眠ってしまったから。その指輪には大切な約束があるんでしょう。 Aber sie wird wahrscheinlich in den nächsten Kapitel sterben, also nimm ihn jetzt. Sonst bringt es nicht mehr viel. Sei wirst du schon tot sein. Ich weiß, ich hack jedes Mal darauf los, aber es ist eine Tradition in Fire Emblem. Ich wäre überrascht, wenn wir nicht. Wenn sie am Leben ist bis zum Ende dieses Spiels. Und nein, ich will damit nicht andeuten, dass ich wissen will, ob das der Fall ist. Ich tue nur Theorien hier raushauen. あなたに会えて嬉しくてわがままを言ってしまったわ。わがままだなんてそんな。すっかり困らせちゃったわね。今日はもう休みましょうか。起きたらまたゆっくりお話ししましょう。ね。約束。指切りしてくれる？はい。 Jetzt sind da 4 Leute. Oh, ich liebe es, je mehr Charaktere wir haben,
bisschen mehr Leute laufen da unten rum. Liberation erhalten. Cool. Das, ich kann irgendwie gar nicht meine Klamotten hier so nachschauen. Nein, liegt was. Okay, finde ich gut. Ein Satz, fertig. Oh ja, ganz prächtig, ich habe vergessen. Sie sagen da gar nicht. Ihr habt ganz prächtig gekämpft. Auf dem weiteren Weg fällt ich euch als Ritter an eure Seite sein. Bevor ihr mich auf die Bank packt und ich dann vollkommen irrelevant werde. Bitte ruhe dich den Rest des Tages aus. Wir unterhalten uns morgen früh. Ich brauche eine Hilfe, ja? Wenigstens ein wenig. Ich werde euch weiterhin weiter hilfreich sein, göttlicher. Du warst der Held im letzten Kapitel. Ist mich auf Name? Göttlicher, ihr habt so bezaubernd ausgesehen. Ich schwöre, ich werde euch stärker werden. Ich werde auch stärker werden. Besonders für euch. Oh. Hallo, ich. Na. Okay. Karte. Ah, mir wird sogar angezeigt, was hier alles ist. Warum werdet ihr mir auf der Karte angezeigt? Kann ich irgendwie. Alle Knöpfe hier mal ausprobieren. Aber ich kann nicht in der Ego-Perspektive gehen. Nein. Ich kann so unglaublich nah in Perspektive gehen, aber ich in die Ego-Perspektive. Okay. So, ihr werdet mir ja auf der Karte angezeigt, aber ich kann nichts mit euch machen. Bin ich übrigens sehr nützlich, dass anscheinend die Items, die ich einsammeln kann, auf der Karte angezeigt werden. Da ist noch genug Erkundung, dass es irgendwie angenehm ist. Bis jetzt. Kannst natürlich noch alles ändern. Wahrscheinlich kriegen wir irgendwann eine Basis, wo wir irgendwie im jeden Kapitel rumlaufen müssen. Genau wie die Schule im Free Houses, welche auf Dauer ein bisschen langweilig wurde. In den ersten paar Kapiteln war es ja noch halbwegs lustig, aber wenn du dann noch 20, 30 andere Kapitel spielst und du jedes Mal da rein musst und deine Runden drehen musst. Oh, ich muss hier trainieren. Oh, ich muss hier mit dem Charakter heilen. Oh, ich muss denen irgendwie was geben. Oh. Dann wird es irgendwann sehr nervtötend. So, Eisenbahn mal 20. Okay, bedeutet das, wir können schmieden. Was hat es mit diesen Katzen auf sich? Die werden mir auf der Karte angezeigt als gelbe Punkte, aber irgendwie kann ich damit nichts machen. Ja, sprich mit mich. So, prägt euch ihr Gesicht lange ein, nicht zu lange ein, meine ich, weil ja, ich behalte ich ein Auge, Mama. Bist du irgendwann nicht mehr, bis ich dich irgendwann nicht mehr im Auge behalten kann, und du einfach weg bist. Ich will mal hier rausgehen. Okay, hier ist alles, ne? Ist erledigt. Dann muss ich vielleicht mit euch reden, damit die Katzen irgendwie interagierbar sind. Also glaube ich, ne? Nein. 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 Okay, dann gehe ich mal. Da gehe ich einfach mal. Ich gehe. So, ich kann aber auch nicht irgendwie sehen. So, meine Waffen oder irgendwie so was kann ich nicht anschauen, ne? Na, und nächstes Kapitel. Los, hau die Kapitel raus. Einfach weiter. Oh. Auch nicht mein unausweichlicher Tod. Könnte sein, dass sie böse ist, ne?
Sie klingt schon so ein bisschen. Was geht? Oh, bitte sag mir, die gibt uns jetzt Sigurd. Oh, das war krass. 今日はいろんなことがありました。神竜王ルミエル。あの方は優しい方です。会わせてあげたいです。前のままの私にきっと素敵な親子だったのでしょうね。眠る前から。いえ。私が生まれた時からずっと。 Ja, aber schon Feindseligkeiten. Ich habe ja schon einige meiner Theorien herausgeworfen. Entweder sind wir böse oder wir sind der Drachenlord oder irgendwie sowas, ne? Irgendwie sowas. Wird bestimmt der Fall sein. Da ist es schon wahrscheinlich, ne? Ja, guck mal. Wer hat das gedacht? Er hat rote Haare und schwarze Klamotten. Die edgigste von allen Kombinationen. Rot und Schwarz. Das ist Shadow the Hedgehog. Shadow the Hedgemarv. Okay, das war natürlich ein bisschen offensichtlich, ne? So, eine Theorie ist schon mal. Eine Theorie ist schon mal eingetroffen. Dann kommen noch mehr. Es ist nur noch meine Mutter übrig. Marv, töte meine Mutter. Die Prophezeiung muss erfüllt werden. Ich würde sagen, trägst du ja nicht die ganze Zeit. Dann wäre ehrlich gesagt voll doof, ne? Ich würde ihn die ganze Zeit anlassen, hallo? Permanenter Marv Bodyguard. 1000年前の私ってどんな風だったんですか？Hatte ich jemals rote Haare? Ich meine, komplett rote Haare. Ich muss mir schon so ein bisschen daran gewöhnen, dass hier so viele Cutscenes sind. Ey. Da bin ich nicht in Fire Emblem gewohnt. Normalerweise hast du irgendwie Charaktere, die sich gegenüberstehen. Jeder hat irgendwie seine drei Animationen. Aber hier passiert schon irgendwie mehr, so Cutscene-mäßig. Okay, nächster Kampf. Ja, ich liebe jetzt, wie das Spiel einen Kampf nach dem anderen raushaut. Kann wahrscheinlich nur am Anfang sein, das ist bei den meisten Fire Emblem Spielen. Am Anfang gibt es immer Dutzende Kämpfe nacheinander. Dann wird es ein bisschen langsamer. Ja, schon wieder eine Cutscene. Guck dich an, das ist awesome. Hat das gedacht? Ich frage mich, was mit ihr passieren wird. Okay, sie wird in diesem Kapitel noch sterben. Alle Gegner besiegen, Daniro wird besiegt. Was ist Kampfbeute? Item-Symbol auf Gegner bedeuten, dass du etwas bekommen kannst, wenn du sie besiegst. Items, die nach dem Kampf fallen gelassen werden, sind im Inventar des Gegners grün eingefärbt. Ja, mit so einer Einheit mit X öffnet sich das Hilfefenster. Hier findest du nützliche Informationen zu ihren Waffen und Fähigkeiten. Drücke B und X, um zum Kampf zurückzukehren. Das gleiche. So, das sind schon eine Menge Gegner. Okay, können ihr noch nicht rein? Die können ihr rein. Okay, Abim, was Namen?
kann ich dich rekrutieren, aber ich muss dich erledigen wegen dem Heilmittel. Die Anführerin einer geheimnisvollen Truppe kommt ihren Pflichten hingebungsvoll nach. Ja, du hast Glück null, du bist keine Rekrutiere. Das ist meistens immer ein sehr gutes Anzeichen dafür, ob jemand rekrutierbar ist oder nicht. Man kann der Soldat. Ihr seid aber keine Verzerrten, ne? Wir haben jetzt mal ein fremder Soldat, der ohne Verweilung angriff. Warum das denn? Ich sehe, macht Fire Emblem immer noch die, setzt immer noch die Tradition fort, dass die NPCs richtig krass aussehen. So. Na gut, so, was machen wir denn als erstes hier? Wir sind schon mehr Gegner, okay. Sie kann nicht da durchfliegen wegen den Säulen, ne? Ich könnte. Aber dann ist sie schon wieder verletzt, ey. Ich würde sie am liebsten erstmal ein bisschen. Oh, ich habe geplant, ihn hier hinzuschicken, ne? Damit er sich um die Pegasus-Reiter kümmert, aber. Er hat ein Schwert, das heißt, wenn er als Erster angreift, dann kann er nicht mal kontern. Oh. Oh oh. Aber er hat ja ein Schwert, er ist effektiv gegen ihn mit seiner Axt, ne? Wenn er als Erster angreift, dann kann er nicht mal kontern und kann die irgendwie bearbeiten. Oh, jetzt sehe ich die Herausforderung hier. So, mach mal hier. Du bist natürlich voll außen reichwertig. So, hier sind schon eine Menge Gegner. Gegen den bin ich nicht effektiv. Ich meine, ich glaube, da ist der einzige, was ich hier machen kann. Ne? So, du machst 4 Schaden. Du machst nicht zu. So. Ah, aber Bruch. Stimmt. Aber sie wird ja trotzdem danach erledigt. Sie wird ja von ihm angegriffen. Ich habe keine Lust, die ganze Zeit meinen Heiler hier hochzuhalten, ey. Ist voll riskant. Beim nächsten Zug wird er sie ja angreifen. Obwohl, wenn ich so angreife, ne? Warte mal, wenn du... Aber ich sehe da oben gerade. Das Ding kann sich wieder auffüllen dann, ne? Ich glaube, das sollte ich dann machen, ne? So, machen wir erstmal den hier. Zack. Old Man Rush. So, und dann mache ich einfach mal. Marv. Marv Hauer aktiviert. Glaubt ihr, wenn er Marv einsetzt, schreit er einfach nur Marv. Ah, ich habe jetzt meine persönliche Waffe. Nur von dem Bär im Kopf, wenn ein Gegner in einen Zug angegriffen wird und besiegt wird, Bündnisleiste +1. Okay, das Ding ist in jedem Fall stärker. Klasse. Ich glaube, der war nach dem ersten Schlag schon tot. Aber okay. So, beschreite 50 Einzelkämpfe. So, dann bewegen wir euch hier weg, ne? Bist du auf ihn los? Ja. Wartest du mal hier, ne? Und du wartest hier und heilst ihn wahrscheinlich dann hoch. In der Projektion einsetzen, aber... Ich glaube, diese Fähigkeit sollte ich erstmal einsetzen, wenn ich 2 Heile habe, ne? Damit ich sie wieder hochheilen kann, ne? Gott verdammt, worauf gehst du denn hier los, ey? Ach, wegen dem Bruch? Nein! War auch ein Lanzenkämpfer. Okay, das sind eine Menge Gegner. Ja, klingt so, als könnten wir jetzt verstärken. Du
bist der Typ aus dem Intro. Du bist jemand, den ich nicht kenne. Du bist jemand, den ich auch nicht kenne. Aber wir kriegen Verstärkung. Hallo, mein Name ist Dimitri. Ich komme aus Freehouses. Halt, warte, nein, bin ich nicht. Nein, definitiv nicht Dimitri. Wenn ich sage Dimitri, da meine ich natürlich Dimitri vor dem Timeskip. Nicht Dimitri nach dem Timeskip. Dimitri macht sie alle platt. Dimitri tötet jeden einzelnen von ihnen. Oh Gott, ihr seid grüne Einheiten. Habt ihr endlich ausgepennt? Oh, die haben eine Schützin und einen Axtkämpfer. Oh, er ist ein Axtkämpfer. Sag mir, ich kann das steuern. Ja. Alfred, Etty und Butcheron haben sich deiner Gruppe angeschlossen. Okay, ich wollte schon sagen, 4 Leuten wäre ein bisschen zu wenig gewesen hier. So, was haben wir denn hier? Erstmal er, ja, Alfred. Bootleg Dimitri. Der treue, loyale Kronprinz von Firenne. Er trainiert unentwegt, um seine Kondition zu verbessern. Den seine Kleidung? Nee, definitiv nicht Dimitri. So, Adliger, geboren in einer Königsfamilie, ein geübter Reiter, der sich auf den Umgang mit Lanzen versteht. Berittene, empfänglich für Waffen, die effektiv gegen Berittene sind. Ja. Gesamtmacht Einheit steigt mit Erfahrung bis zum nächsten Level. 100 Erfahrungspunkte. Achso, den sein Level. Pff. Selbstvertreter, Selbstverbesserer, verwendet die Einheit warten, ohne angegriffen zu werden oder Items zu verwenden, erhält sie Stärke plus 2 für 1 zu. Oh, nice. So wie du aus Free Houses. Nur Angriff anstatt Verteidigung. Butcheron. Okay, Getreuer von Prinz Alfred, ein gutherziger Mann, dessen Muskeln ganz natürlich gewachsen sind. Okay. Kampf abrupt, aktisch schwingende Krieger schlagen hart zu, öffnen sich aber dabei für gegnerische Konter. Dann haben wir Assistent. Diese Einheit führen einen Koop-Schlag in den Kampf aus, in dem der Verbündete, an dem ein Verbündeter in ihrer Nähe führt. Okay, zu Tränen gerührt. Beteiligt sich ein Verbündeter während des Kampfes dieses Einheit an einen Koop-Schlag, fügen die Einheiten plus 2 Schaden zu. Okay. Und Etty. Getreue von Prinz Alfred, eine Stolzfrau, die es lebt, Muskeln aufzubauen. Schütze, leichte Infanterieeinheiten, die mit Bogen kämpfen, können Gegner aus der Entfernung angreifen. Verstohlene, diese Einheit verdoppelt ihren Ausweichbonus durch Geländeeffekte. Energiegeladen, verwendet die Einheit ein Item um KP zu ein, erhält sie Stärke plus 2 für eine Runde. Okay. Sieht ein bisschen aus wie Kev aus Fire Emblem 6. Nur als Schützen. So, wir haben Pegasus Reiter. Pegasus Reiter sind sehr anfällig gegenüber Schützen. Sehr cool. Die Symbole nehmen manche Waffen zeigen an, gegen welche Gegnertypen sie besonders wirksam sind. Gegner, die mit denselben Symbolen markiert sind, fügen diese Waffen erhöhten Schaden zu. Ja, oh ja, sie haut sie in einen Schlag weg. Aber dann komme ich da hinten nicht an den ran. So, ihn möchte ich nur angreifen mit meinen. So, am liebsten hätte ich ja. Verliert aber auch niemand KP außer sie, habe ich das Gefühl.
Er ist nicht die Stimme, die ich erwartet hätte. Ihr könnt mich auch Butcher nennen. Assistenten bringen sich in den Kämpfen ein, indem sie Verbündete in der Offensive mit ihren Koopschlag unterstützen. Greif mit einem Verbündeten einen Gegner an, der sich in Angriffsreichweite des Assistenten befindet. Setzt dieser einen Koopschlag hinzu. Ah, okay. Ach, wenn wir die so einkreisen, alles klar. So. Ich meine, ich kann einfach hier reingehen und hier nebst mit ihr den Kill hier holen, weil sie noch Level 2 ist. Aber da muss ich ihn auf 19 HP runter donnern. Und sie ist schon viel zu stark. Sie haut schon. Sie macht genau 23 Schaden. Wie sieht's mit dir aus? Nein, da wird einfach nichts. So. Dann, ach, er kann einfach darüber fliegen. Was machen wir denn hier? Wir sind ein bisschen zu weit nach vorne geprescht, habe ich so ein Gefühl. Kannst du ihn? So, ich kann dich hier hinschicken, ne? Dann kümmert sich um die ganzen Pegasus-Reiter hier. Und zack. Und du bist ja noch, ja. Okay. Ich könnte dich hier. Warte mal, kannst du über mich rüberfliegen? Ja, ne? Gute Frage. Ne. Währung 5, 1, 2, 3. Ne, kannst du nicht. Das heißt, wenn ich dich hier hin packe, ich meine, ich könnte dich erledigen, aber ich nehme jetzt mal sehr stark an, du gehst auf ihn los, ne? Ich muss mal die erledigen, die alle im Weg sind. Feuer! Aua! Hm. Oh, ich habe mich selber geheilt. Cool. Das waren von De Niro und Marv. Und Ausweichung plus 15. So, boom. Und du bist ja jetzt hier gefangen. Cool. So, dann hauen wir dich weg. Warte, 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 warte. Ja, aber du haust richtig kaputt, ne? Du machst 6 Schaden. Mein Gott, er ist so stark. Feuer! Oh, Gott. Das war schmerzhaft aus, ey. So. Ja, okay, meine Heilerin wird natürlich wieder angegriffen, aber oder auch nicht. Doch. Doch, ich will ihn heilen, deswegen. Okay, wie viel Schaden machst denn du? 11, Geschicklichkeit 10. 11, 6, 7 Schaden. Mann, sie bekommt die ganze Zeit Schaden, er kotzt mich an. Wen gehst du denn los? Du kannst auf ihn losgehen. Du machst 11, 6 Schaden. Was gegen ihn? So. Ich könnte natürlich auch. Aber der bringt ja nichts. Kann ja trotzdem angreifen danach. So, was ich machen will, ist. Ich will mit dir angreifen wahrscheinlich, ne? Ihr seid schon alle so hochgelevelt. Oh, was so? Rush. Aber Geschicklichkeit 5. 14. 11. Sie wird aber nicht gedoppelt, oder? Wäre ein bisschen doof. So. Ja, mach du die fertig.
Gut gemacht. Voll daneben gehauen, Kollege. Und dann für Verteidigung hast du 8. Du machst. Du machst. Gott. Du machst. Mein Gott. 14. 14. 6. Du machst mir gar keinen Schaden, weil Schwert. Also. Das ist so eine coole Mechanik, ey. Oh, da war ein kritischer Treffer. Hm. Oh, ich dachte, der kann sich noch mal bewegen. So, wie kann ich meinen? Ah, so kann ich das machen. Warte mal, wer erreicht mich denn hier? What? Oh, du. Oh, du hast ein Langschwer. Sack. Finisher Angriff 13. Ich komme nicht dazu, mit ihr irgendwie was zu machen. Ich könnte die einen HP hier hochheilen für Erfahrungspunkte, aber kommt er natürlich wieder hier und greift mich an. Hm. Warte mal, was war ihre Fähigkeit nochmal? Ausweichen. Ah, komm, ich brauche die Erfahrungspunkte, Mann. Gibt nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwie einen zu schwachen Heiler hat, ey. Mit einem Schlag weggeputzt werden. Die musst du mit Erfahrungspunkten füttern. Und nicht mit einem Schlag drauf gehen. Daneben. Und die Charaktere, die ich gerade bekommen habe, die haben schon. Oh. Ah, du greifst mich an, damit ich gebrochen werde. Okay. Autsch. Okay, jetzt haben wir Charaktere zum Heilen, ja. Kann ich eigentlich reden? Weiß ich nicht. So. Steht gerade ziemlich doof hier. So, machen wir erstmal euch. Boah, hier. Ja, bringen wir unsere Schützin dahin. So, jetzt kann sie mal heilen, ohne irgendwie Kreuzfeuer zu sein. So, dann packen wir dich hier hin, würde ich sagen, ne? Du hast nur eine Eisenlanze, also nur. So, ich kann da meine Dings gleich wieder aufladen, ne? Oh, ich kann nicht erledigen damit. Okay. Sternlord Blitz. Boah. Oh, sehr cool. Level 4. Okay. Ich weiß noch nicht, was ich von den Level-Ups hier halten soll. So. Ach ja, er bekommt mehr Stärke. Okay, cool. So. Autsch. Ich habe mich zurück verwandelt. Nein. Ist meine Heilerin da? Alter, ich war komplett hoch. So, kann meine Schütze sehen? Nein, sie kann ihn nicht erreichen. Aber
Du kannst. Wird das reichen? Nee, ne? Nee. 4 Schaden. Kannst du? Nein. Zu weit entfernt, Mann. Hey, warte. Ich kann sie erreichen. Sie kann ihn erreichen. Ja, gib mir dir noch ein paar Erfahrungspunkte, würde ich sagen. Wenn je länger man einen Gegner bearbeitet, desto mehr Erfahrungspunkte kriegt man. Wir sind ja nicht in Eile, ne? Schützen haben ja so eine Repro, so ein kleine, so einen kleinen Ruf, dass die irgendwie relativ schlecht sind. Aber wenn man, wenn das erste Kapitel direkt ein Kapitel ist, wo irgendwie fliegende Einheiten sind, dann ja, ist das schon relativ nützlich, einen Schützen zu haben. So, ihr habt alles. Als Schwerter, warum? Ich werde auch noch hochgeballert, genau. Oh nein, ich werde doppelt von denen, oder? Ja. Warum hält er seine Lanze so nach oben? Haha, ich bin jetzt hier. Hey, warum greift er dreimal an? Was? Ich habe zu viele Leute getriggert. Nein. Komm mal zurück. Ist aber okay. So, alles was wir machen müssen ist. Sie sieht aus wie ein Charakter aus Fire Emblem Three Houses hier, diese kleine Schwester von diesen einen Typen. So, ich möchte. Okay, eins nach dem anderen, ne? Dich. Möchte ich hier empacken. Du schnappst dir den. Jetzt haben wir ein paar mehr Charaktere. Jetzt können wir endlich hier so ein bisschen besser was machen in Sachen Platzierungen und so. So, ich meine, er kann sich um die Schwertkämpfe hier kümmern, ne? Muss ich auch wahrscheinlich machen, ne? Okay, du nimmst nicht so viel Schaden, ne? Den Schaden macht der Axtkämpfer, der Lanzenkämpfer. 14, das ist eine Menge Schaden. Aber müsste eigentlich klappen. Das ist natürlich hochheilen. Der hat die Angriffe von den beiden gerade überlebt. Dann noch die ein paar mehr AP von dem anderen. Der Pferd von voll am Zittern, ne? So, ist ein bisschen Verschwendung, hat er die ganzen Erfahrungspunkte gekriegt, aber vielleicht kriegt er noch hin. Doch, ich kann gar nicht die Karte komplett drehen, sehe ich gerade. So, 11, 11. Du 6, 6. Nee. Das ist besser, was wir machen können, glaube ich. Ja. Und dann, wenn sie alle näher kommen, oh Mann, dann machen wir die sowas von platt. Okay, Zug beenden. Wir müssen dann überleben. Ja, 2 Schaden. Oh, du bist weg. Oh, du bist weg. Göttliche Inspiration. Ach, das ist von meinem Hauptcharakter, ne? Fähigkeit. Du bist weg. Jetzt kommt der Pegasus Retauer. Aber kannst du es wagen?
aber ein Kämpfer nicht gedoppelt wird, ne? So. Ja, macht der auch voll wenig Schaden. Nein, das kriege ich doch nicht mehr. Okay, was haben wir hier? Wir können ihn erledigen mit Dish. Wir können sie wahrscheinlich mit ihm erledigen. Ne? Ja. Ritter, die haben eine dicke Panzerung, sind aber super anfällig gegenüber Magie. Ihn können wir auch mit einem Schlag erledigen, anscheinend. So, ich will wahrscheinlich dich bearbeiten, ne? Für AP bei euch. Ich brauche 7. Kriegst du 7 hin? Du hast doch ein Pfeilchen, oder? Oh nein, ich habe keinen Marfadat. Nein. Na, oh, das ist 2 Schaden. Was ist mit ihr? Sie macht mehr Schaden als mein Hauptcharakter. Okay. Ich würde am liebsten mit dem Magier hier sie erledigen. Kann ich da nicht irgendwas machen? Ich glaube nicht, ne? So, du machst erstmal ihn fertig. Wenn du triffst. Oh. Oh, er ist ein Kämpfer. Kämpfer finde ich nicht so gut. Treffen irgendwie nie, wenn man das braucht. Oh, er trifft ihn noch. Aber ist okay. Hm. Kann ich dich erledigen? Nö. Für Schaden machst du mir? 15. Okay, solange jeder hier auf voller AP ist, müsste das eigentlich klappen. Ne? Na gut, wenn ich dich nicht erledigen kann, ne, dann... Oh, er macht ihn mit einem Schlag fertig, ey. Natürlich auch versuchen, den Ritter hier mit all meinen Charakteren zu erledigen. Warte mal, du. Na gut, dann machen wir, ich nehme an, dich mit einem Schlag fertig, ne? Warte mal, warum ist denn das so viel stärker? Da brauche ich damit doppelt, ne? Wenn ich ja jeden weghau und alle auf voller AP sind, müssen wir halt überleben. Aufmerksamkeit auf mich bitte. Donk. Bandfang zwischen Daniel und Marv hat das Maximum erreicht. Wähle Band im Enzyklopädie-Menü des Somniel. Oder auf der Weltkarte, um Bandlevel zu erhöhen. Ah, sind da Supports? Ah, aber meine Mutti, die hatte doch irgendwie auf Level 4, ne? Oh, kannst du ihn schwächen? Nö. So, jetzt muss ich eigentlich nur dafür sorgen. Ey, warte, warte. Warum machst du mehr Schaden, wenn du hier stehst? Warte. Ach, wegen denen seine Fähigkeit, ne? Stimmt. Hey, warte mal. Ich kann dich erledigen. Und du machst eine Menge Schaden, aber okay, killst mich nicht. Mach mal so. Stimmt, wenn ich in der Nähe des Hauptcharakters stehe, dann nehmen die Charaktere weniger Schaden und machen mehr Schaden, ne? So war das doch. So, perfekt. Perfekte Lamente. Ich habe hoch Erfahrungspunkte. Ah, ein Erfahrungspunkt auf. Nicht auf den Arm nehmen. So, und ich bearbeiten wir mit unseren Schützen noch. Sieht ein bisschen aus wie. Boah, da war ein Kritscher. Sieht ein bisschen aus wie. Wie hieß sie nochmal? Kisara?
Kirara von Tales of Arise. Ich drücke mal den falschen Knopf. So. So, man kann aber ja nicht reden oder so, ne? Ja, ne? Kann man hier überhaupt? Ja, Einheiten. Kampfwerte, Stand, Staatswerte. Okay. Selbstverbesserer. So. Warum gehst du auf ihn los? Das Waffennachteil. Ich glaube nicht, dass sie rekrutierbar ist. Keine Ahnung, ihre Klamotten sehen irgendwie zu generic aus. So. So, ich sehe ein Level up für sie. Wer sagt denn, der kleine Frame ist richtig stark geworden. So, und ich gehe einfach mal hier hin, einfach nur dazu holen, ne? So, gehen wir noch ein paar Erfahrungspunkte. Und ich, ja, ich starke Wellen jedes Mal, wenn ich angreife. Sieht man von am Boden. Bist du irgendwie, ja, komm mal hier hin. Wenn sie krittet, haut sie ihn aber weg. Nee, lass mal. Ich will mal Magier die Erfahrungspunkte geben. Zack. Sieht aus wie eine Dienstmagd, als irgendwie Schützin. Oh Gott, er macht eine Menge Schaden. So, du hast ihn ja mit Leichtigkeit weg, ne? Ja. Ich tue nur ein bisschen Erfahrungspunkt hier noch farmen, okay? Hab da nichts dagegen, oder? So, 3, 2, bei dem war. Zack. Ouch. Ich sehe zwar nicht genau, wie viele Erfahrungspunkte wir kriegen. Ah ja, Support Point muss ich auch wahrscheinlich leveln, ne? So, nuckelst du ja noch so auf Level 2 rum? Ja, schließe ich den Level 3 Club an. Warum? Bonk, bonk. Nein, ich bin der Gott dieser Welt. Der hat immer noch nicht hochgelevelt. Das gibt's doch nicht, ey. Ja, mein Hauptcharakter sieht immer irgendwie voll betrübt aus, ey. Gut, dann war's das für dieses Kapitel. Da kommt noch was. Okay. Erst müssen wir noch gucken, wie unsere Mutter stirbt, wahrscheinlich, ne? Robin? Nein. Sieht sehr klein aus, diese Person. Ich sage voraus, unsere Mutter wirft sich dazwischen, fängt den Angriff ab und stirbt. Ich möchte es nur mal sagen. Es ist schon fast komödiantisch.
Küss meine Hand. Oh nein. Tut mir leid, du bist so low level. Ja, was das angeht. お前。お前。いつか指輪を朝起きたらおしゃべりを一緒に。母さん。母さん。母さん。
Okay, das war's für diesen Part. Ja, sorry, aber ich hab's von Anfang an schon gewusst, weil natürlich habe ich es gewusst, weil Fire Emblem. Ihr habt alle über mich gelacht, ne? Ihr habt alle gedacht, ich wäre ein Idiot und verrückt, ne? Aber nein, so läuft das in Fire Emblem. Du hast eine Mutter und einen Vater oder beides tot innerhalb der ersten 3-4 Kapitel. Kapitel 3, ja, sofort tot. Ja, aber wenn man das schon irgendwie zum 20. Mal irgendwie gesehen hat, dann wird das halt irgendwie, vor allem gerade weil es immer so früh passiert, fühlt man sich nie irgendwie, weil sie nicht verbunden mit den Charakteren. Die haben wir jetzt für 2 Stunden haben wir sie jetzt gekannt, ne? Davon haben wir wahrscheinlich sie irgendwie die Hälfte der Zeit irgendwie gesehen, ne? Das heißt, wir kennen sie seit einer Stunde. Ich kenne sie seit einem Tag erst nur, ne? Ich habe das hier alles an einem Tag aufgenommen bis jetzt, ne? Ich kenne sie erst seit einem Tag. Von daher trifft es mich jetzt nicht so, wenn ich sehe, dass sie stirbt. So wie mit jedem anderen Müttern oder Vätern in Fire Emblem. Von daher, ich bin da schon so ein bisschen abgehärtet. Oder herzlos, keine Ahnung. Egal. Ja, die Mutter ist tot. Wir sind vielleicht böse. Vielleicht der Dämonenkönig oder Drachenkönig. Mal sehen, was noch alles so passiert. Aber hey, wir haben Sigurd. Wir haben jetzt Sigurd. Das ist krass. Wir haben Sigurd als Ring. Das ist doch klasse. Gut, in dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen, auch wenn es ein bisschen traurig war am Ende. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikowski. Und da war sie tot.